Thank you.
Zum Titel des deutschen Tischtennismeisters der Jungen. Ich bin mir sicher, dass für euch, liebe Zuschauer, Florian noch ein paar Worte oder an euch richten wird. Ich stehe gerade mal um die Ecke und schon werden wir ihn uns einfangen. Florian, es war ein ordentliches Auf und Ab heute. 1:3 hast du ja hinten gelegen. Was hast du dann geändert? Wie ist deine veränderte Marschroute? Wie hat die ausgesehen? Also als erstes habe ich verändert meinen Aufschlag. Ich habe wieder probiert, besser ins Spiel zu kommen. Dann von der Vorhandseite aufgeschlagen. Womit ich dann auch ein bisschen besser ins Spiel gekommen bin. Habe ich Zeit gewonnen dadurch. Auch Fehler von Björn provoziert. Seine Rückhand-Banane war dann nicht mehr so extrem stark wie am Anfang. Ich glaube, das war der Schlüssel. Hattest du bis zu dieser deutschen Meisterschaft ein bisschen Trainingsaufbau daraus ausgerichtet? Auf dieses Match? Auf die deutsche Meisterschaft jetzt im Allgemeinen? Auf die deutsche Meisterschaft natürlich. Letzte Woche Vorbereitung gehabt, viel trainiert. Aber nicht jetzt auf einzelne Spieler speziell. Ich habe einfach letzte Zeit besser trainiert als sonst. Auch ein bisschen mehr. Du hast jetzt kein Endspiel mehr. Wie wird denn heute Abend gefeiert? Wird weggegangen mit deinen Eltern? Du kommst da aus einer Tischtennisfamilie. Was geht heute Abend noch ab? Also ich denke mal, dass es keine Rolle spielt, dass morgen Schule ist. So, nach dem Motto wird heute Abend dann abgefeiert. Okay, herzlichen Dank und herzliche Gratulation nochmal für Florian Schreiner vom Bayerischen Tischtennisverband vom SC Fürstenfeldbruck. Und ich darf jetzt das Mikro übergeben an Jürgen Ahlert, Vizepräsident des Deutschen Tischtennisbundes. Ja, liebe Mädchen und Jungen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 2 Tage voller spannender und gutklassiger